Ja, yeah. Wunderschönen guten Abend. Wieder, ich schön euch zu einer weiteren Sendung E-Playtech zu begrüßen. Super, ich höre gerade die Regie im Hintergrund, das ist doof. Ja, wie ihr seht, ich bin frisch geduscht. Ich habe einfach mal unsere Studio-Dusche benutzt. Und ja, die Regie muss sich nicht stumm stellen, das ist alles super. So, es geht heute ums Thema Tune von Windows 7. So, falls ihr noch Fragen dazu habt, kommt einfach in unseren Chat. Ja, ich weiß, die Kamera ist ein bisschen doof. So. Müsste jetzt super sein. Ja. Wunderbar. Also, das schnack ich nicht lang rum. Achso, ja. Schnack ich nicht lang rum, fangen wir gleich an. Ah, Moment. Ein paar Ladehemmungen, ja. Ah, so. Weg damit. So. Nehmen wir den Fall, die Mitte sieht wunderschön aus. Verdammt. So. Wie ihr seht. Apropos, ich habe jetzt gerade super, ich habe voll verkackt. Ihr seht nämlich gar nichts. Ich habe nämlich voll was vergessen. Das ist jetzt ganz lustig. Gehe ich dazu erstmal in unsere Download Area und lade hier erstmal mein selbstgeschriebenes Tool runter. Ja, das wollte ich eigentlich jetzt noch vorher machen, das ist die Zeit aber zu knapp. Tut mir leid, Leute. Ja, Regie meckert jetzt auch, das ist mir aber sowas von Watte. Das haben wir nämlich. Oh, jetzt ist da genau meine Fresse vor. Entschuldigung. Oh, nervt. Dankeschön. So. Jetzt mal kurz den Editor öffnen. So, wo ist ein Editor? Ach, Microsoft Editor. Kopie. So, wo, da war ich jetzt eigentlich stehen geblieben. Ich wollte euch jetzt irgendwie erklären, was genau. Super, dass ich die Schriftart nicht ändern kann. Das ist echt Microsoft. Ihr habt echt bei mir verschissen. So. Dankeschön. So, ach, muss ich auch noch ändern, Gigatanker, fällt mir gerade an. Ich wollte euch jetzt einfach mal erklären, wie genau das alles funktioniert. Super, dass Evo offline geht. Nein, auf jeden Fall, wenn, sobald sich zum Beispiel der Eintrag Auto-End-Task bewirkt, dass, wenn sich am Fenster aufhängt, es sofort beendet wird. Also, diese Wartezeit, naja, kann man sich schenken. Schild hier ist nochmal, also, einmal damit die Funktion eingeschaltet wird. Müsst ihr es erkennen? Auto-End-Task. Gleich 1. Dann eben die Zeit, in der es deaktiviert wird. Wann? So. Da haben wir es. Hang-App-Timeout ist 1000. Also, es wird immer in Millisekunden angegeben. So. Wait to kill. Timeout. Ist auf, dafür da um beim Herunterfahren des Programms zu beenden. Sprich 2000 Millisekunden sind also 2 Sekunden. Man hört ja öfters so, ja nicht weniger als 15 Sekunden, nicht weniger als 13 Sekunden, nicht weniger als 20, nicht weniger als 2 Sekunden, weil gut, eine Sekunde ist wirklich grenzwertig, aber 2 Sekunden, ich denke, jedes gut geschriebene Programm soll es bis dahin alles gespeichert haben. So, der Rest ist nur bla. Hier nochmal, damit es userweit ist, Wait to kill service timeout. Sieht auch 20, diesmal im HK Local Machine System Current Control Set Control, damit es auch für jeden User gilt. So. Kommen wir zum Besitz übernehmen. Durch die total verwirrende Benutzerrechtsvergabe bei Microsoft Betriebssystemen habe ich einfach mal einen schön eingebaut. Also das müsste man auch so erkennen eigentlich. Dass ihr von einer Datei Besitz übernehmen könnt. Sprich, normalerweise müsstet ihr dieses hier in der Kommandozeile eingeben, aber jetzt glaube ich, wird sich keiner immer antun.
Deswegen einfach mit Steuer, nee, nein, mit Shift und Rechtsklick auf irgendeinem Icon, das kann ich euch mal zeigen. Oder auch nicht. Super, dass es mal wieder nicht klappt. Wunderbar. Wunderbar, dass es wieder nicht